Wir nehmen diesen Schritt selbstverständlich zur Kenntnis. Er war, das wird Sie nicht überraschen, in unseren Augen überfällig. Wir stellen uns allerdings die Frage, reicht das? Was ist denn passiert? Sebastian Kurz ist im Zentrum von sehr schwerwiegenden Korruptionsermittlungen. Wir wissen aus den Akten, dass er sich eine Partei gekauft hat, dass er sich eine Wahl gekauft hat, dass er Menschen manipuliert und belogen hat und das alles mit Ihrem Steuergeld. Ich kann nur noch einmal sagen, ich habe es oft betont, lesen Sie diese 104 Seiten, das ist nicht nur ein abstrakter Vorwurf, das ist schon ganz konkret. Er hat gesagt, und ich habe ihm genau zugehört, es geht ihm ums Land, nicht um sich. Nun, im Studium der Akten der Korruptionsstaatsanwaltschaft gibt es einen Aspekt, der mich besonders betroffen macht. Da ist die Rede davon, dass die Regierung Kern mit der Lena sich geeinigt hat, die kalte Progression abzuschaffen, also die schleichende Steuergelderhöhung, die sie alle jedes Jahr trifft. Kurz hat mit anderen gemeinsam das verhindert, weil es seinen Aufstieg verhindert hat. Besonders betroffen gemacht hat mich auch, dass offensichtlich eine Einigung bestanden hat, eine flächendeckende Nachmittagsbetreuung in allen Kindergärten in Österreich sicherzustellen. Etwas, was vielen Frauen, vielen Familien, ja und vielen Kindern zugute gekommen wäre. Kurz hat das mit seinen Männern verhindert, weil das wäre ein Erfolg gewesen und er wollte unbedingt an die Macht. Das zeigt also, dass es Sebastian Kurz nicht um die Menschen geht, nicht um unser schönes Österreich geht, sondern ausschließlich um seine Zukunft und um seine Macht. Wir haben aus den Akten auch gesehen, dass es ein System ist. Es ist nicht nur eine Person allein, es ist ein System, ja, der Machtbesessenheit und Zukunftsvergessenheit. Und jetzt stellen wir uns die Frage, ob dieses System also bleiben soll. Er hält als Clubobmann dann weiter alle Fäden der Macht in der Hand und sitzt an den Schalthebeln der Macht. Und lassen Sie mich eines noch sagen, als Clubobfrau des Parlaments, der direkt gewählten Volksvertretung, ich bin schon einigermaßen verwundert, dass es offensichtlich kein Kriterium ist, für Clubob-Leute eine tadellose Person zu sein. Das hätte ich mir nämlich auch bis jetzt immer gedacht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir Neos sind in die Politik gegangen, ich bin in die Politik gegangen, weil wir eine neue Politik wollen und dazu zählen auch saubere Hände. Saubere Hände, eine saubere Politik. Und ich habe in den letzten Tagen gesagt, das, was wir gesehen haben und immer mehr Menschen schreiben das mir, sagen das auch mir, das reicht nicht. Wir brauchen einen Neustart. Wir brauchen endlich eine Politik, in der die Politiker und Politikerinnen den Menschen dienen und nicht sich selbst, nicht der Macht und nicht ihren Ämtern und schon gar nicht ihren Börsen. Dieses System Kurz steht für all das nicht. Es hat uns in den letzten Monaten reichlich Chaos gebracht und es wird voraussichtlich auch in den nächsten Monaten uns auch noch Chaos und Instabilität bringen. Für uns ist daher klar, mit diesem System Kurz, das offensichtlich nahtlos weitergehen soll, wird es keine Neustart geben und unser schönes Österreich hat Besseres verdient. Vielen herzlichen Dank.